Hallo, hier ist der Mathe von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für den Freitag, den 22.12.2023. Damit den letzten Handelstag, bevor es dann in die Weihnachtsfeiertage geht. Schaut unbedingt dann auch nochmal, wie die Öffnungszeiten nach den Feiertagen sind, damit ihr wisst, wann ihr eure Position wieder handeln könnt, die ihr vielleicht übers Wochenende mitnehmen wollt. Erfahrungsgemäß ist es so, dass die Amerikaner ja im zweiten Weihnachtsfeiertag insbesondere offen haben. Oder zumindest ist ein Tag irgendwie eher schon handeln wie die Europäer. Das war die letzten Jahre immer so. Guckt euch jetzt aber nochmal genau an. Nicht, dass ihr da dann irgendeine böse Überraschung kriegt, wenn die Amerikaner dann nach den Feiertagen wilde Party feiern. Oder vielleicht sogar in die andere Richtung rutschen. Und ihr kommt aber aus euren Positionen nicht raus, obwohl ihr seht, wie alles runterbröckelt, weil eure Börse noch zu hat. Da sollte man auf jeden Fall genau hingucken. Unser DAX hat jetzt hier einen Zebrastreifen gebaut. Zebrastreifen im Tagesschart. Ja, wird jetzt hier rote Kerze, grüne Kerze, rote Kerze, grüne Kerze. Ist vielleicht für die ganz interessant, die bei uns im Premium mit drin sind. Wenn man sich die Webinaraufzeichnung vom letzten Wochenende dann nochmal anguckt, da haben wir, wir gucken hier uns im Webinar immer übergeordnet den DAX nochmal an. Also Morgenanalyse machen wir ja Tagesschart und Stundenebene. Im Premium-Dienst gehen wir tiefer, also auch auf Minutenebene, 5-Minuten-Ebene runter. Und aber auch höher, gucken uns Wochencharts und Monatscharts mit an. Und da haben wir auch einen Pfeil gemalt, bei dem ich erklärt habe, dass es wichtig ist, dass der dann so eine rote-grüne Kerze im Wechselspiel macht. Ansonsten ist das jetzt hier erstmal für uns hier aus der Perspektive relativ ernüchternd, denn es ist keine neue Signallage. Es geht weiter zur Seite, Bewegung flacht deutlich ab, nimmt natürlich damit auch dem Umkehrsignal weiterhin an Druck nach unten raus. Ich würde das aber so handhaben, wie wir es auch gestern schon gehandhabt haben, dass wir es angesichts des geringen Volumens momentan hier alles nicht so sehr überbewerten und den Markt dennoch seine Spielräume lassen. Ihr habt das gesehen. Wir haben gestern gesagt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass der hier in die 5,30 runterkommt, dass er bestimmt einfach auch wieder plus zurückläuft und hier bis Range ausbildet in die 700 und in die 715 rein. Und man hat dort, denke ich, eine sehr, sehr, sehr gute Reaktion auch gesehen. Also er ist einen ganzen Meter von dort wieder zurückgekommen. Das heißt, er spielt schon auch die technischen Niveaus und die technischen Marken an. Die nächste dürfte jetzt hier gleich zum Start dann am Freitag jetzt die 47 sein. Kann passieren, dass er von dort auch schon wieder anfängt runterzudrehen. Hier unten auf die 620 geht, das Gap zumacht und auch auf die 600 fällt, kurz drunter hofft und dann wieder zurückläuft. Das würde hier in der Konstruktion, in der Bewegungsabfolge gut reinpassen. Ja. Ansonsten würde ich sagen, oberhalb von 47 Chance auf 800, 820. Ja, könnte auch hier so ein Entschuldigung, wartet. Muss ich erstmal getrost husten. So, wenn ich hier auf Pause drücke, dann kriegt ihr das ja nicht mit. So, also alles fein. Genau, könnt ihr hier das quasi versuchen voll zu machen, zwei Aufwärtswellen wegtreten. Und deswegen 800, 820, das wäre realistisch, wenn er also über die 47 rausgeht, stößt plus 47 an und arbeitet nach unten. Wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass wir das Gap hier zu machen, 620, auch die 600 dann abarbeiten, vielleicht sogar ein bisschen drunter. 530 würde wieder nicht passen hier, würde ich nicht denken, dass die dann auch kommt. Dann würde eher denken, dass er dann hier irgendwie 590, 580 und dreht sich wieder hoch und macht dann den Rest zum Montag. Na, das würde so reinpassen für ein negatives Szenario. Na, dafür Abschluss 47 und dann, ich sag mal, über den Montag bis in die 5,30 runter. Geht da drüber, wie gesagt, 8,20, 800 drin. Da drüber ist auch rein technisch betrachtet der Markt wieder ganz gut offen nach oben. Ja, ich spreche auch nichts dagegen, dass er dann weitergeht Richtung 8,90, 900, vielleicht sogar nochmal Richtung 17.000. Aber wir sind ja aktuell noch stark im, ich sag mal, eher fast Seitwärtsgeschiebe im Rangen. Und ich würde fast eher tippen, dass er aus dem Bereich dann doch wieder nach unten dreht, ja. Also selbst wenn er hochgeht, wenn er die 47 überbietet, glaube ich, läuft dann die 820 rein, stößt sich ab, kommt wieder zurück auf die 37, 27 und geht von dort dann irgendwie wieder in der Mitte und dann raus. Und dann Weihnachten. Na, irgendwie so in die Richtung würde ich es in einem positiven Szenario eher erwarten. Das Negative hat man ja schon besprochen. Bis runter 620, 600, da irgendwie kurz drunter und dann Montag weiter. Und von daher brauchen wir, denke ich, gar nicht mehr viel Worte hier verlieren. Ich würde euch daher einfach schon mal schöne Weihnachten wünschen, schöne Feiertage. Jetzt nicht so viel. Das muss dann alles wieder runter. Aber ansonsten lasst es schmecken, wenn es was Feines gibt. Und genießt mal die Tage, wenn die Börse zu hat. Ja, schaltet mal ab, lasst mal Handy aus. Versucht nicht irgendwelche Wochenendkurse anzugucken. Ich glaube, die werden eh nicht gestellt jetzt.
Das dürfte dem einen oder anderen auch mal gut tun. Ja, und dann tut es auch den Gefallen, lässt die Kryptos da zur Seite und versucht nicht irgendwo auszuweichen, um irgendwelche innerlichen Gier zu befriedigen. Also einfach mal ein bisschen Ruhe, Besinnlichkeit. Ja, das wünsche ich euch. In diesem Sinne, frohe Weihnachten. Wir hören uns danach dann wieder. Bis dann. Tschüss.